Fragen da soll mir sehr recht sein zur ersten Klausur. Dann gehen wir über zum Methodikteil und da spezifisch zu der Frage, wie gehe ich um mit, also wir haben das letzte Mal schon uns angeschaut, wie gehe ich um mit offenen, wertungsoffenen Tatbestandsmerkmalen, und jetzt geht es an Tatbestandsmerkmale, die, wie soll man sagen, in ganz besonderer Weise ganz besonders wertungsoffen sind und die dort auch einen Bezug zum positiven Recht haben, der es erfordert, sie in einer bestimmten Weise zu prüfen. Das klingt jetzt wahnsinnig abstrakt. Sie dürfen mir vertrauen, wir machen es gleich konkreter. Weil wir gerade beim Fall waren, gehe ich gleich auf den 313 ein, den Wegfall der Geschäftsgrundlage. Und Sie dürfen das alles gleich übertragen auf den 307 Absatz 2, die AGB-Kontrolle. Dazu kommen wir dann auch gleich. Jetzt kriege ich erstmal hier wieder meine Tafel. So. Gut. Also, wir fangen an mit 313, weil der auch in der Klausur war. Und zwar möchte ich mich auf ein besonderes Tatbestandsmerkmal des 313 konzentrieren. Der 313 wird ja häufig, habe ich vorhin schon gesagt, auch unterrichtet und auch präsentiert als eine Norm, die quasi eine allgemeine 245er Wertungskorrektur ist. Und das ist etwas, was sich natürlich lange gehalten hat, einfach deswegen, weil es, bevor es den 313 gab, der ist erst seit 2002 im Gesetz, bevor es den gab, hat die Rechtsprechung diese Probleme einfach unter 242 gelöst und hatte da natürlich eine große methodische Freiheit, das als allgemeine Billigkeitskorrektur zu nutzen, hat es teilweise auch getan, nicht immer, aber teilweise. Diese Zeiten sollten jetzt aber vorbei sein, gerade für die klausurmäßige Fallbearbeitung würde ich Ihnen empfehlen, den 313 wirklich sauber zu prüfen, in einer allgemeinen sauberen Prüfungsstruktur. Die schreibe ich nur mal kurz an. Ich werde nur auf einen kleinen Teil davon methodisch eingehen, aber die Ausgangsstruktur ist, wir brauchen erstmal eine Anwendbarkeit der Norm. Also da muss es sich halt um einen Vertrag handeln, typischerweise. Der muss nicht gegenseitig sein, aber ein Vertrag muss existieren, denn 313 setzt ja seinem Wortlaut nach einen Vertrag voraus und steht auch im BGB im Abschnitt über Verträge. Also klar, wir brauchen einen Vertrag, dann geht das. Dann brauchen wir eine Geschäftsgrundlage. Also Umstände müssen Geschäftsgrundlage geworden sein. Und was das ist, steht nur vage im 313. Umstände, die zur Grundlage des Vertrages geworden sind, sagt das BGB 313.1. Und wie finde ich sowas raus? Die übliche Formel ist, das sind Umstände, die sind nicht Vertragsinhalt geworden, das ist die eine Seite, und andererseits aber auch nicht nur einseitige Vorstellungen, sondern etwas, was nach den übereinstimmenden Vorstellungen der Parteien dem Vertrag zugrunde liegt. Das kann sowas sein wie die Vorstellung, dass dieser Vertrag sinnvoll durchführbar ist. Es gibt ganz viele Fälle von Geschäftsgrundlagen. Es gibt eine ganz technische Fallgruppe im Bereich des Leasing, dass der Leasingvertrag durchgeführt, dass der Kaufvertrag geschlossen wird über das Leasingobjekt, ist Geschäftsgrundlage. Und wenn man vom Kaufvertrag zurücktritt, wegen eines Mangels zum Beispiel, dann entfällt nach der Rechtsprechung auch die Geschäftsgrundlage für den Leasingvertrag. Das ist also sozusagen eine ganz typisierte Geschäftsgrundlage. Ansonsten müssen Sie einfach wertend rausfinden, was sind gemeinsame Vorstellungen der Parteien darüber, dass etwas Voraussetzung für den Vertrag und seine Durchführung sein soll. Geschäftsgrundlage war in unserem Beispielsfall in der ersten Klausur, dass der Umstand, dass die Feier, für die das Catering bestellt wurde, überhaupt durchgeführt werden konnte. Das ist etwas, wo Sie sagen können, gut, wenn beide Seiten gewusst hätten, dass die Feier gar nicht stattfinden darf als Feier, dann hätten sie den Vertrag nicht geschlossen. Der Caterer hätte möglicherweise schon von sich aus gesagt, ich bringe dir einfach Essen, das kann ich.
Dann kann ich auch bei Corona-Zeiten. Aber es war beiden Seiten klar, dass der Vertrag vollkommen sinnlos wird, wenn man die Feier nicht durchführen kann, weil man das Essen dann nur hinstellen und verschimmeln lassen kann. Also das war Geschäftsgrundlage, das kann man also subsumieren. Dann muss die Geschäftsgrundlage entweder von vornherein gefehlt haben oder nachträglich weggefallen sein. Also der Absatz 1 spricht zunächst von einer schwerwiegenden Veränderung. Das ist das, was man gemeinhin als Wegfall der Geschäftsgrundlage bezeichnet. Und alternativ haben wir im 313 Absatz 2 die Vorstellung oder die Tatbestandsvariante, dass es einer Veränderung der Umstände gleichsteht, wenn wesentliche Vorstellungen, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, sich als falsch herausstellen. Das ist der Fall des Fehlens der Geschäftsgrundlage, also Fehlen der Geschäftsgrundlage von Anfang an. So, das ist eine relativ leicht empirisch zu subsumierende Regelung. Man kann sich einfach fragen, also wenn ich weiß, was die Geschäftsgrundlage war, kann ich danach fragen, ja, ist es geändert? Und wenn ja, ist diese Änderung schwerwiegend? Da ist schon ein bisschen Argumentation gefragt, warum wiegt das schwer? Aber in unserem Beispielsfall ist es ja vollständig weggefallen, hat sich nicht nur so leicht verändert, dass die Feier in einem anderen Rahmen stattfindet, sondern die Feier ist vollkommen anders, weil sie gar nicht stattfinden kann. Also selbstverständlich ist es eine schwerwiegende Veränderung. Das ist, wie gesagt, meistens leicht zu subsumieren. Und jetzt kommt das Schwierige. Und um dieses Tatbestandsmerkmal dreht sich es im heutigen Methodikteil. Denn hier sagt jetzt der 313, Entschuldigung, einen Aspekt haben wir noch, nämlich das sogenannte hypothetische Element. Das im Sachverhalt, in der Norm steht und das besagt, hätten die Parteien den Vertrag nicht oder mit einem anderen Inhalt geschlossen, wenn sie diese Veränderung vorausgesehen hätten. Auch das wäre unser Beispielsfall leicht zu subsumieren, aber das muss noch, hypothetisches Element, das muss noch geprüft werden. Und jetzt kommen wir zu dem, um das es mir heute geht, nämlich, so kann Anpassung verlangt werden, soweit einem Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann. Also die Unzumutbarkeit des Festhaltens am unveränderten Vertrag. Und aus Falllösungen, und ich spreche jetzt gar nicht von Ihren Klausuren, das maße ich mir nicht an, sondern ich spreche jetzt ganz allgemein aus Falllösungen, sieht man oft, dass an dieser Stelle jetzt einfach nur gesagt wird, ja, es wäre auch doof für den. Also es wäre irgendwie, wie soll man sagen, ja, würde den einen schwer belasten oder sowas, einfach so ganz allgemeine, abstrakte Zumutbarkeitserwägungen. Und das kann man natürlich machen, das ist mit Sicherheit besser als gar nichts zu schreiben oder einfach nur zu behaupten, es sei unzumutbar, ohne eine Begründung zu geben, klar. Aber hier ist jetzt wirklich der Punkt, an dem Sie Ihr Niveau in der Klausur ganz erheblich steigern können und zwar mit wenig Aufwand. Das ist das Entscheidende, mit wenig Aufwand. Denn wenn man den 313.1 genau liest, steht da unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls. Das ist für Sie schon mal eine erste Leitlinie. Sie erinnern sich an letzte Woche, ich muss ja erstmal das Abwägungsmaterial sammeln für die Einzelfallbewertung. Das heißt schon mal, ich muss alle Umstände des Einzelfalls sammeln. Das ist für Sie gut, denn das Einzige, was Sie vom Einzelfall kennen, ist ja nur das, was im Sachverhalt steht. Und dann müssen Sie eben alle Elemente aus dem Sachverhalt schon mal zusammensammeln. Also was sind alles Gründe, die im Sachverhalt angeführt sind, die für die Zumutbarkeit oder Unzumutbarkeit sprechen? Dass vielleicht dem einen ganz viel Entgelt entgeht, ja, verliert seinen Umsatz, verliert seinen Gewinn oder der andere muss für etwas bezahlen, was er nicht bekommt. Das sind schon mal so Aspekte, die man damit einbeziehen kann. Und scheuen sich da auch nicht, Sachen reinzuschreiben, die trivial sind. Ja, auch triviale Sachen müssen erstmal ausgesprochen werden. Das ist, und es ist Ihre Aufgabe in der Klausur, das zu tun, die trivialen Dinge auch mal auszusprechen und hinzuschreiben. Das ist alles in Ordnung. So, das reicht aber nicht aus, denn wenn Sie den 313 weiterlesen,
steht dann nicht nur unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, sondern es geht weiter mit insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung nicht zugemutet werden kann. So, und da ist der Punkt, wo sich korrekturtechnisch und punktetechnisch in den Klausuren die Spreu vom Weizen ganz schnell trennt. Die einen werten immerhin den ganzen Sachverhalt aus und sagen dann am Ende, sie finden es super oder nicht. Und die anderen finden jetzt die vertragliche und gesetzliche Risikoverteilung. Also ich mache mal hier etwas kleiner. Erstens alle Umstände des Einzelfalls sammeln. Was spricht für, was spricht gegen? Aber dann vor allem vertragliche und gesetzliche Risikoverteilung. Ich fange mal mit der vertraglichen an. Das ist, also ich habe beim Lesen mancher Klausuren manchmal den Eindruck, sie würden das für eine Floskel halten, die vertragliche Risikoverteilung. Irgendeine Form von Blabla. Ich gebe Ihnen mal einen kurzen Querverweis. Wir haben was ganz Ähnliches in 275.2. Da haben wir auch den Inhalt des Schuldverhältnisses als Maßstab. Das ist das Gleiche wie die vertragliche Risikoverteilung. Die vertragliche Risikoverteilung, die können Sie ermitteln. Das können Hard Facts sein. In manchen Verträgen werden Risiken explizit zugewiesen. Sie finden manchmal, also jetzt auch bezogen auf Corona, in manchen Verträgen, nicht in unserer Klausur, aber in manchen Verträgen, finden Sie sowas wie eine Hardship-Klausel oder eine Force-Majeure-Klausel. Also eine Klausel, in der geregelt wird, was passiert, wenn wegen höherer Gewalt der Vertrag nicht durchgeführt werden kann. Ich weiß nicht, ob Sie die Diskussion ein bisschen verfolgen. Das ist ein großes Problem im Bereich der Kulturszene, weil dort bei vielen Festivals, die jetzt den Sommer über abgesagt wurden, da haben Sie ja lauter Künstler, die Verträge geschlossen haben mit dem Festivalveranstalter. Und an sich, Sie kennen es aus der Klausur, das sind meistens Werkverträge, wenn der Veranstalter sagt, ich will dich nicht mehr haben, ich veranstalte das Festival nicht, du kannst deine Leistung hier nicht erbringen, dann sind das erstmal 648er Kündigungen. Das heißt, der schuldet eigentlich das gesamte Honorar abzüglich der Kosten des Künstlers. Und in diesen Verträgen steht aber typischerweise oder bei vielen Veranstaltern drin, wenn das Festival wegen höherer Gewalt abgesagt werden muss, dann entfällt der Honoraranspruch. Ja, dann wird der Vertrag ersatzlos aufgehoben. Haben viele Veranstalter drin in ihren AGB. Das ist auch wirksam. Das sind sogenannte Force Majeure oder höhere Gewaltklauseln. Und wenn Sie sowas haben, dann haben Sie eine eindeutige vertragliche Risikoverteilung. Denn durch eine solche Klausel übernimmt in dem Beispielsfall der Künstler das Risiko, dass höhere Gewalt vorliegt und deswegen das Festival abgesagt wird. Warum der Künstler? Weil im Vertrag steht, der Vertrag wird ersatzlos aufgehoben bei höherer Gewalt. Und das heißt faktisch, der Künstler verzichtet auf sein Honorar. Ja, auch der Festivalveranstalter verzichtet auf die künstlerische Darbietung, aber das macht er natürlich eh, wenn er wegen höherer Gewalt das Festival absagt. Also in dem Fall übernimmt der Künstler das Risiko, dass der Auftritt nicht stattfinden kann und er kein Honorar bekommt wegen höherer Gewalt. Und dann haben wir einen Fall einer vertraglichen Risikoverteilung. Und dann, wenn Sie dann den 313 lesen, da muss man fragen, ja, kann ich denn das Festhalten am unveränderten Vertrag dem Künstler jetzt zumuten oder muss der irgendeine Form von Ausgleich kriegen? Und dann muss man ihm leider sagen, lieber Künstler, du hast einen Vertrag unterschrieben, in dem die Klausel steht, bei Absage wegen höherer Gewalt kriegst du nichts. Und damit hast du dieses Risiko übernommen, das ist die vertragliche Risikoverteilung, dann ist es dir auch zuzumuten, an dieser Klausel festgehalten zu werden. Klammer auf, es voraussetzt, die Klausel ist wirksam natürlich. Ja, das könnte man hier dann implizit prüfen oder inzident prüfen, ob eine Klausel wirksam ist oder nicht. Wir machen nachher die AGB-Prüfung eh noch. Also das ist die vertragliche Risikoverteilung. Da muss man auch, man kann an ganz vielen Stellen gucken, was ist entweder unmittelbar Vertragsinhalt oder, das war jetzt gerade Beispiel höhere Gewaltklausel, oder was ist auch etwas, was dem Vertrag übereinstimmen von den Parteien vorausgesetzt wird oder jedenfalls was ist eine immanente vertragliche Risikoverteilung? Da haben wir zum Beispiel, also ganz wichtiges und Lehrbuchbeispiel geradezu, ein Problem im Bürgschaftsrecht. Wenn Sie eine Bürgschaft übernehmen,
dann heißt es ja, Sie wollen einspringen für den, Sie erklären sich bereit einzuspringen für den Fall, dass der Hauptschuldner nicht zahlen kann. Jetzt ist es so, dass viele Bürgen eine Bürgschaft übernehmen in der ausgesprochenen oder nicht ausgesprochenen Vorstellung, dass der Hauptschuldner schon zahlen wird. So eine Bürgschaft ist eine Formalie, mein Gott, der braucht halt eine. Ja, vielleicht haben Ihre Eltern mal, als Sie eine Wohnung angemietet, eine Bürgschaft für Ihre Mietforderungen übernommen. Die werden da oft keinen besonders tiefen, Zweifel vorher gehabt haben. Oh, es könnte sein, dass er die Miete nicht zahlen kann und dann muss ich einspringen. Die haben wahrscheinlich einfach gedacht, das ist ein Formalkram, muss ich halt unterschreiben. So, aber trotzdem sagt man inhaltlich, man geht mal davon aus, der wird schon zahlen können. Das kann man durchaus als Geschäftsgrundlage der Bürgschaft ansehen, jedenfalls aus Sicht des Bürgen, dass er sich denkt, gut, ich werde nur im äußersten Notfall zahlen müssen, dazu wird es schon nicht kommen. Eigentlich ja, bin ich da safe und werde nicht in Anspruch genommen. Und jetzt gibt es tatsächlich Bürgen, die dann, wenn sie später erfahren, okay, der Hauptschuldner ist zahlungsunfähig und jetzt werde ich aus der Bürgschaft in Anspruch genommen, dann gibt es Bürgen, die jetzt sagen, ja, Moment, nee, also das war, ich habe die Bürgschaft auf der Grundlage übernommen, dass der zahlen kann. Ja, ich habe da halt eine Unterschrift dazu gegeben, aber ich habe das auf der Grundlage gemacht, dass der zahlen kann. Diese Grundlage ist jetzt weggefallen. Hätte ich gewusst, dass der Hauptschuldner nicht zahlen kann, hätte ich auch keine Bürgschaft übernommen. Ich will ja nicht Kohle zahlen. Ich wollte dem halt ermöglichen, dass er eine Wohnung kriegt. Sowas kann passieren. Jetzt ist die Frage vertragliche Risikoverteilung. Da haben Sie jetzt etwas, was der Bürgschaft immanent ist. Das ist das Wesen der Bürgschaft, dass der Bürger das Risiko übernimmt, dass der Hauptschuldner nicht zahlen kann. Genau das ist ja der Kern der Bürgenverpflichtung, einzuspringen, wenn der Hauptschuldner nicht zahlt. Das ist also etwas, das müssen Sie gar nicht gesondert in der expliziten Klausel in der Bürgschaftserklärung aufnehmen, dass man auch dann zahlt, wenn der Hauptschuldner nicht kann, weil Sie das sozusagen aus dem Wesen der Bürgschaft ganz automatisch folgt. Auch das ist vertragliche Risikoverteilung. Sie können aus der Willenserklärung des Bürgen ableiten, der wollte sich genau für den Fall verpflichten, dass der Schuldner nicht zahlen kann. Weil solange der Schuldner zahlen kann, brauche ich keinen Bürger, keine Bürgschaft. Also das alles ist vertragliche Risikoverteilung und würde auch dazu führen, dass ihm das Festhalten am unveränderten Vertrag zumutbar ist, weil er vertraglich genau dieses Risiko übernommen hat. Das ist also vertragliche Risikoverteilung. Das können Sie im Sachverhalt jeweils ablesen, wenn Sie konkrete Vertragsinhalte haben, wie so eine höhere Gewaltklausel, die muss Ihnen ja abgedruckt werden in der Klausur. Und bei manchen Vertragstypen, die eben ganz spezifisch darauf ausgelegt sind, Risiken zu übernehmen, haben Sie die vertragliche Risikoverteilung aus dem Wesen des Vertrages. Und das nächste ist die gesetzliche Risikoverteilung. Und das ist das, wo Sie brillieren können. Beziehungsweise Stufe 1 der Brillanz ist schon, dass überhaupt diese drei Unterpunkte, die ich hier gerade aufgeschrieben habe, die transparent zu machen. Das ist schon Stufe 1, sich klar zu machen, vertragliche Risikoverteilung und gesetzliche Risikoverteilung sind Subsumptionspunkte, sind vom Gesetz vorgesehene Tatbestandsmerkmale, die übrigens in der Praxis 95% der WGG-Fälle, also Geschäftsgrundlagenfälle, wegkriegen. Ja, weil es immer irgendwo eine gesetzliche oder vertragliche Risikoverteilung gibt. Das ist übrigens das, was im Volksmund Subsidiarität des Wegfalls der Geschäftsgrundlage genannt wird. Ich sage Ihnen gleich, warum. Subsidiarität deswegen, weil wann immer Sie eine solche Risikoverteilung haben, gilt eben die. Und ein Wegfall der Geschäftsgrundlage, ein Rechtsfolge des 13, kann erst eintreten, wenn es eben gerade keine gesetzliche Regelung gibt, aus der sich schon eine Risikoverteilung ergibt. Ja, sodass wir immer erst das gesamte Gesetzesrecht durchschauen müssen, gibt es eine Risikoverteilung, wenn ja, welche? Und wenn es irgendeine gibt, wenn der Fall vom sonstigen Recht außerhalb des 313, vom sonstigen Gesetz außerhalb des 313 erfasst ist, dann geht das vor, dann gilt halt das, was in diesen speziellen Normen steht und dann kann ich nicht über 313 dann noch nachkorrigieren. Ich sehe gerade, ich lese kurz Ihre Fragen. Unsere Klausel, also erste Bitte nehme ich gerne mit, dass wir unsere Korrekturassistenten anweisen,
eine Rückmeldung zur Methodik und Argumentationsstruktur zu geben. Ja, das machen wir. Wir haben auch in der Tat einen Korrekturassistenten inzwischen ausgetauscht, mit dessen Korrektur wir genau unter diesem Gesichtspunkt nicht zufrieden waren. Also wir achten da auch drauf und ich danke Ihnen nochmal für den Hinweis. Wir werden es jetzt explizit nochmal weitergeben, dass Sie da konstruktive Bemerkungen unter die Klausur bekommen sollen. Darum geht es ja. Es ist ja eine Methodikübung, bei der Sie was lernen sollen. Sie sollen auch durch die Korrekturen lernen. Das machen wir. Dann eine Frage, würde eine einfache Subsumption reichen, wenn eine triviale Sache aus dem Sachverhalt deutlich ist? Habe ich Ihre Erklärung vorhin so richtig verstanden? Jetzt weiß ich nicht mehr genau, worauf Sie sich beziehen. Den 313 können Sie praktisch nie einfach subsumieren. Ich würde sogar mich darauf festlegen, dass Sie ihn nie, nicht nur praktisch nie, sondern nie einfach subsumieren können. Wichtig ist, dass Sie ihn subsumieren. Wie Sie sehen an dem, was Sie gerade auf der Folie sehen, dass es da ein Prüfungsschema zu gibt, das man auch schön anwenden kann. Und nur das vor allem das Merkmal der Unzumutbarkeit, das lässt sich nicht typischerweise mit Ja oder Nein einfach so beantworten. Sie sehen es gerade an dem, was wir hier ausarbeiten. Dazu brauchen Sie längere Ausführungen. Das lässt sich nicht geradeaus schlicht durchsubsumieren. Ich hatte eine Fallgruppe benannt, in dem der 313 sozusagen eine Standardanwendung ist, nämlich der Leasingfall, also Rücktritt vom Kaufvertrag und dann die Auswirkung auf den Leasingvertrag. Das macht die herrschende Meinung über den Wegfall der Geschäftsgrundlage. Aber auch da würde ich von einer sehr guten Arbeit erwarten, dass das eben nicht einfach präsentiert wird mit nach herrschender Meinung liegt hier ein Wegfall der Geschäftsgrundlage vor. Das würde zwar stimmen, würde aber dogmatisch und rechtsanwendungstechnisch den Fall absolut nicht abdecken, sondern es wäre dann schon wichtig, kritisch zu beleuchten, ob das wirklich so ist. Ist das die Geschäftsgrundlage? Wird man sicher sagen können, ohne Kaufvertrag kein Leasingvertrag. Das ja, schwerwiegende Veränderung wird man auch annehmen können, hypothetisches Element auch, aber gerade die Unzumutbarkeit des Festhaltens, da werden Sie was zu sagen müssen. Also da würde ich nicht einfach nur sagen, ja, bekanntermaßen ist das ein Wegfall der Geschäftsgrundlage. Notfallblatt und Schreibpapier werden auch aktualisiert. Genau, Sie kriegen quasi ein neues Paket. Ich werde das heute noch in die Wege leiten, dass es in den nächsten Tagen komplett hochgeladen wird. Wir machen das normalerweise im Paket mit allen Anmeldedaten. Wir werden das für die Klausur auf jeden Fall alles noch aktualisieren. Und ich sage was zur Examensvorbereitung. Mache ich auf jeden Fall. Ja. Die Frage, die jetzt gerade gekommen ist, ist eine sehr schlaue. Ich lese sie vor, weil sie quasi die Leitfrage für das ist, was ich jetzt gleich erzählen will. Deswegen lese ich die Frage vor. Sehr schlau. Wenn die gesetzlichen Wertungen aufgrund der Subsidiarität vorgehen, habe ich gerade gesagt, stehe ich dazu, ist doch 313 gerade eine Korrektur dahingehend, also geht letztendlich bei Unzumutbarkeit 313 den gesetzlichen Risikoverteilungsvorschriften vor, oder? Das ist eine sehr, sehr schlaue Frage. Damit sind Sie sogar einigen Kommentatoren des 313 im Verständnis schon weit voraus. Wir haben nämlich neulich für einen Aufsatz das mal nachrecherchiert und festgestellt, dass man das gar nicht so sauber da immer findet. Deswegen werde ich versuchen, jetzt auf der Grundlage Ihrer Frage hier ein bisschen Klarheit reinzubringen. Gesetzliche Risikoverteilung, was ist damit gemeint? Und am Ende werde ich Ihre Frage beantworten. Was ist damit gemeint? Das Gesetz, das BGB, enthält letztlich mit fast jeder Norm eine Risikoverteilung. Es werden bestimmte Risiken bestimmten Personen zugewiesen. Nehmen wir mal als Beispiel, das relativ nah bei 313 liegt, von der Sache her, das Recht der Willensmängel, Irrtumsanfechtung, Täuschungs-, Drohungsanfechtung. In all diesen Fällen sagt das BGB genau, wann und wie und unter welchen Voraussetzungen man von einem Vertrag wieder loskommt, bei dem man sich bei Vertragsschluss geirrt hatte. Und das ist ja eine sehr detaillierte Regelung, 119 fortfolgende BGB, mit Fristen, mit genauen Gründen, aus denen man ja auch den Umkehrschluss ziehen kann, dass in bestimmten Fällen, zum Beispiel beim einseitigen Motivirrtum, keine Anfechtung möglich ist. All das sind letztlich Risikoverteilungsregeln, denn sie regeln das Risiko, wer das Risiko trägt, dass sich jemand irrt. Und man kann es vielleicht zusammenfassen mit, grundsätzlich trägt der Irrende das Risiko seines Irrtums selbst. Wenn ich eine Erklärung abgebe und mich dabei irgendwie irre, trage ich das Risiko selbst. Es sei denn, es ist ein Inhalts- oder Erklärungsirrtum oder ein Übermittlungsirrtum, 119 Absatz 1 und 120, oder ein Eigenschaftsirrtum, 119 Absatz 2. Und ich fechte
unverzüglich an, 121, das sind die Einschränkungen. Wenn das so ist, dann liegt das Risiko beim Erklärungsempfänger allerdings um den Preis des Ausgleichs des Vertrauensschadens nach 122. So kann man das zusammenfassen. Natürlich 123 gibt es auch noch mit der Arktis- und Drohungsanfechtung. Aber Sie können das alles verstehen als Risikozuweisungen. Ja, das ist eine gesetzliche Risikoverteilung. Ganz krass gesetzliche Risikoverteilung, und das war in der Klausur, in der ersten Klausur so wichtig, ist das Leistungsstörungsrecht. Das gesamte Leistungsstörungsrecht weist ja Störungsrisiken zu. Wer guckt in die Röhre, wenn die Leistung nicht gut genug ist? Ja, nicht den Erwartungen entspricht, was auch immer. Wenn mit der Leistung irgendwas, ich sage es mal ganz pauschal, nicht stimmt. Dann haben wir ganz detaillierte Regeln über den Sachmangelbegriff. Also bestimmte Abweichungen der Sache von den Vorstellungen der Parteien sind Sachmängel. Das sind ja nicht alle Abweichungen von den Vorstellungen einer Partei Sachmängel, sondern nur die, die sich aus der Beschaffenheit der Sache selbst ergeben, also in der Sache selbst wurzeln, da ihren Grund haben. All diese Kriterien sind ja Einschränkungen, dass nur bestimmte Abweichungen der Kaufsache oder auch des Werks von den Vorstellungen der Parteien tatsächlich als Sachmangel qualifiziert werden und dann Gewährleistungsrechte auslösen. Das heißt, in diesen Fällen trägt der Sachleistende, also der Verkäufer oder der Werkunternehmer, das Risiko des Sachmangels. Er muss nachbessern, er muss den korrigieren und gegebenenfalls gibt es ein Rücktrittsrecht oder ein Minderungsrecht oder Schadensersatz. Ja, das ist eine Regel über die Risikotragung bei Werkmängeln und bei Kaufsachmängeln. Und auch aus diesen Regelungen können Sie den Umkehrschluss ziehen, dass alles andere, alle anderen Risiken die Gegenseite, also der Käufer oder Besteller des Werks, trägt. Das heißt, Abweichungen der Kaufsache, die nicht Beschaffenheitsmängel sind oder Abweichungen ja, von der Vorstellung der Parteien, die nicht Beschaffenheitsmängel sind, die sind rechtlich nicht geregelt im Gewährleistungsrecht und auch sonst nicht. Also manchmal gibt es eine CIC vielleicht wegen vorvertraglicher Falschinformation, aber ansonsten haben Sie da keine Regelung. Das Risiko, dass sowas vorliegt, ist grundsätzlich dem Käufer zugewiesen oder eben dem Werkbesteller. Beispiel, Klassiker ist immer Informationen zu steuerrechtlichen Auswirkungen eines bestimmten Sachkaufs. Ja, Sie kaufen eine Immobilie und irgendjemand sagt Ihnen, ja, die liegt in so einem tollen Gebiet und da haben Sie lauter steuerrechtliche Sonderabschreibungen und da machen Sie ganz viel Reibach damit, weil Sie eben so viel Steuern sparen. Das ist eine Information, die hat nur ganz, ganz begrenzt mit der Sache selbst zu tun, nämlich nur hinsichtlich der Frage, liegt die Sache wirklich in diesem steuerbegünstigten Gebiet? Das wäre eine Sachbeschaffenheit. Ja, wenn es also ein bestimmtes Areal gibt, sagen wir mal ein bestimmtes Industriegebiet oder eine Sonderwirtschaftszone oder sowas, für die besondere steuerrechtliche Regelungen gelten, dann kann man sagen, gut, die Lage darin, das ist eine Frage der Beschaffenheit der Sache, löst Gewährleistungsrechte aus, wenn die nicht stimmt. Aber alles andere, also was man konkret an Steuern sparen kann, das hat mit der Sache nichts zu tun. Das ist ja eine Auskunft über das Steuerrecht letztlich. Das hat mit dem Kaufvertrag nichts zu tun. Und da gibt es dann eben keine gesetzliche Risikoverteilung dazu. Und da trägt dann grundsätzlich die Gegenseite das Risiko, also der Käufer. Das ist eben nicht so... nicht so läuft, wie er sich das vorstellt, steuerlich, damit muss er leben. Genauso, ganz typisch, das Verwendungsrisiko für die vertragsspezifische Leistung. Also kann ich die Kaufsache für meine Zwecke wirklich einsetzen? Also der typische Fall, ich kaufe ein Brautkleid für eine Hochzeit und dann findet die Hochzeit nicht statt, dann ist das Brautkleid zwecklos für die Käuferin, wenn sie doch nicht heiratet. Ja, aber das ist... wird Ihnen jetzt selbstverständlich erscheinen, ist es auch. Ja, das ist natürlich Risiko der Käuferin. Sie kann das Kleid nicht zurückgeben. Das ist natürlich kein Sachmangel oder sowas des Brautkleides. Man könnte sich aber fragen, fällt hier die Geschäftsgrundlage weg? Denn wenn Sie bis hier durchsubsumieren, es geht um einen Vertrag, selbstverständlich ist das Stattfinden der Hochzeit etwas, was beide Parteien, Verkäuferin und, oder Verkäufer und Käuferin des Brautkleides vorausgesetzt haben. Selbstverständlich verkaufe ich jemandem ein Brautkleid gerade für eine Hochzeit. Das ist ja der Sinn des Brautkleides. Ja, natürlich ist es eine schwerwiegende Veränderung dieser Umstände, wenn die Hochzeit nicht stattfindet. Und natürlich hätten die den Vertrag auch nicht geschlossen, wenn es keine Hochzeit gegeben hätte. Auch das hypothetische Element liegt vor. Aber ist denn es zumutbar, ist es der Braut zumutbar, an diesem unveränderten Vertrag festgehalten zu werden? Vertragliche Risikoverteilung haben wir keine spezifische, aber gesetzlich ist das Verwendungsrisiko de facto der Käuferin zugewiesen, weil es gerade eben einen Umkehrschluss aus den Sachmangelvorschriften gibt,
dass man eben, dass der Verkäufer nur das Risiko trägt, dass die Sache selbst, ihre Beschaffenheit nicht passt. Ja, dass das Kleid irgendwie einen Riss drin hat oder nicht sitzt oder sowas. Das wäre, also nicht sitzt, weil es nicht den Maßen entspricht, die versprochen waren. Ja, nicht, weil die Braut sich verändert, das wäre schon wieder kein Mangel des Kleides. Aber wenn es nicht sitzt, weil es nicht die Maße hat, die vertraglich vereinbart waren, das wäre ein Mangel. Und das regelt das Gesetz. Und der Umkehrschluss für die gesetzliche Risikoverteilung ist, alle anderen Aspekte, die nicht unter die Beschaffenheit fallen, die sind auch vom Käufer zu tragen, insbesondere das Verwendungsrisiko. Das sind also die Risikoverteilungen, die wir haben. Und weil wir die haben und weil natürlich unser Gewährleistungsrecht so unglaublich dicht ausgeprägt ist und das gesamte Leistungsstörungsrecht, müssen wir sagen, dass die normalen Gewährleistungsfälle alle abschließend im Leistungsstörungsrecht und im Gewährleistungsrecht geregelt sind und die gesetzliche Risikoverteilung deswegen immer regelt, wem welches Risiko zugewiesen ist. Und wenn das Gesetz das so regelt, dann können wir ganz typischerweise, praktisch immer, dem Menschen, dem das Gesetz das Risiko zuweist, auch zumuten, am unveränderten Vertrag festgehalten zu werden. Ja, denn wir sollen ja nach 13.1 berücksichtigen, wie die gesetzliche Risikoverteilung ist und unter dieser Berücksichtigung dann beschließen und entscheiden, ob jetzt das Festhalten zumutbar ist oder unzumutbar ist. Und das heißt jetzt für eine Klausur, jetzt kommen wir zum Praktischen in der Klausur, das heißt für die Klausur, wir müssen hier erstmal detailliert rausarbeiten, wie ist denn die gesetzliche Risikoverteilung? Ja, also wie ist die Verteilung? Welche Regeln haben wir? Was kann man aus diesen Regeln abstrahieren als Risikoverteilung? Abstrahierte Risikoverteilung. Also wir haben zwar ganz wenige Regeln, wo tatsächlich mal das Wort zumindest Gefahrverteilung drinsteht, den Gefahrübergang, kennen Sie. Das ist natürlich auch eine Regelung der Risikoverteilung. Wer trägt das Risiko, dass die Sache dann zerstört wird später? Das ist der Gefahrübergang. Aber Sie können auch aus ganz vielen anderen Regeln eine Risikoverteilung rausabstrahieren. Und jetzt ist eben der Punkt, eine exzellente Klausur erkennen Sie daran, dass hier die gesetzliche Risikoverteilung dargelegt wird. Das Schöne ist, den 313 prüfen Sie ja, haben Sie bei unserer Musterlösung auch gesehen, den 313 prüfen Sie ja typischerweise am Ende, hinter dem ganzen speziellen Leistungsstörungsrecht. Das ist ein Teil der Subsidiarität. Sie prüfen erstmal, was gibt es an direkt einschlägigen Normen, zu welchen Ergebnissen führen die, und dann überlegen Sie, ob Sie es über 313 quasi korrigieren wollen. Ja, das Ergebnis von 313 wäre dann eine Korrektur des Ganzen. Und Sie kennen also zu diesem Zeitpunkt, wo Sie den 313 durchprüfen, schon die gesetzlichen Regeln. Sie wissen schon, wozu die führen. Sie können es hier einfach noch mal knapp zusammenfassen. Sie können sagen, gut, wie wir oben gesehen haben, ergibt das Gesetz hier Folgendes. Sie werden die meisten Vorschriften schon behandelt haben und manche vielleicht noch nicht, je nachdem, wie die Fallfrage war, die war vielleicht sehr spezifisch, da haben Sie manche Normen ausgelassen, auf die müssten Sie aber noch eingehen. Sie müssen also wirklich Ihr Verständnis zeigen, und deswegen ist es so dankbar in der Klausur, Ihr wirkliches Gesamtsystemverständnis des jeweiligen Rechtsbereichs, also das Werkvertragsrecht. Wie ist die Risikoverteilung im Werkvertrag? Wer trägt unter welchen Voraussetzungen welches Risiko? Die hier darlegen als Strukturwissen, als Systemwissen, daraus abstrahiert eben herausfinden, wer das Risiko trägt. Und dann kommt die Kernfrage, ist unter Berücksichtigung dieser Risikoverteilung das Ganze zumutbar oder nicht? Und da gibt es jetzt letztlich zwei Möglichkeiten. Entweder, ich mache das mal so, ja, entweder das Risiko, um das es geht, ich schaffe ein bisschen Platz, entweder das Risiko, das es geht, ist vom Gesetz erfasst. Dann gilt schlicht die gesetzliche Regelung. Ja, also wenn wir einen Fall haben, der unter das Gesetz fällt, und zwar sowohl positiv als auch negativ, der also vom Gesetz genau so entschieden ist, im Sinne von entweder es soll einen Anspruch geben oder es soll keinen Anspruch geben. Wir sind also gerade in einem Fall, wo das Gesetz bewusst einen Anspruch ausschließt, kann ja beides sein, dann ist das Risiko gesetzlich erfasst.
Und dann gilt die gesetzliche Regelung. Und das bedeutet im Rahmen des 313, festhalten ist zumutbar. Und das wird, das ist jetzt natürlich blöd, das vor dem Hintergrund eines Falles zu sagen, wo es mal nicht so ist, aber in aller Regel wird das der Fall sein, dass das Risiko, um das es geht, ein Fall ist, der vom Gesetz sowieso erfasst ist und speziell geregelt ist, 313 ist, und das beantwortet Teil 1 Ihrer Frage gerade eben. Das bedeutet, in diesen Fällen korrigiert 313.1 BGB das Gesetz nicht. Der ist nicht dazu da, explizite gesetzliche Risikoverteilungen, die schon existieren, zu überspielen oder zu unterlaufen. Das ist keine allgemeine Korrekturnorm. Das ist Teil 1 der Antwort. Es kommt noch ein Teil 2. Der gilt nämlich hier in der zweiten Variante. Es kann auch sein, dass das Risiko gesetzlich nicht erfasst ist. Gilt natürlich für das vertragliche Erfassen auch, aber da ist es offensichtlicher. Wenn es gesetzlich nicht erfasst ist, wie kann das passieren? Das kann passieren, indem wir einen Fall haben. Also, nein, ein Schritt zurück. Ihre Reaktion jetzt gerade müsste eigentlich sein, das geht gar nicht. Das Gesetz erfasst jeden Fall. Einfacher Beleg für diese These wäre, streichen wir doch mal den 313 aus dem Gesetz rein, hypothetisch, nehmen ihn raus. Wir würden jeden Fall lösen können. Weil entweder sind die Voraussetzungen einer Anspruchsgrundlage erfüllt, dann gäbe es irgendeinen Anspruch, oder sind die Voraussetzungen keiner Anspruchsgrundlage erfüllt, dann gäbe es keinen Anspruch. Aber das Gesetz würde immer ein Ergebnis produzieren. Ja, für jeden Sachverhalt produziert das BGB ein Ergebnis. Deswegen könnte man immer sagen, ja, das Risiko ist zugewiesen, weil entweder es gibt einen Anspruch oder es gibt keinen. Das wäre aus Ihrer Sicht jetzt gerade der naheliegendste Einwand nach dem Motto, es kann doch gar nicht sein, dass es für irgendeinen Fall keine gesetzliche Risikoverteilung gibt, weil wir ja jeden Fall nach dem BGB lösen können. Ja, ein Gericht kann ja nicht sagen, oh, es tut mir leid, für diesen Fall habe ich keine Norm, deswegen entscheide ich nicht. Sondern wenn es keine Norm gibt, dann gibt es halt auch keinen Anspruch. Das ist das Normale. Das ist aber einen kleinen Schritt zu kurz gesprungen. Und das ist übrigens was, was man tatsächlich in der Literatur selten so findet. Aber glauben Sie mir, es ist so. Es würde niemand widersprechen wollen. Es wird nur nicht so bewusst gemacht. Es gibt Risiken, die sind außerhalb des Fokus des Gesetzgebers. Also das sind sozusagen die unerwarteten Fälle, mit denen der Gesetzgeber nicht gerechnet hat. Und Corona ist ein traumhaftes Beispiel dafür. Wir haben ja eine gesetzliche Risikoverteilung im Werkvertrag. Ja, die ist relativ klar. Der Unternehmer trägt erstmal das Risiko, das Werk fertigzustellen bis zuletzt und erst mit der Abnahme geht das Risiko über auf den Besteller und bis zur Abnahme trägt der Unternehmer jedes Risiko bei der Werkherstellung. Ausnahme, der Werkbesteller wirkt nicht mit, nimmt seine Mitwirkungshandlungen nicht vor, dann geht nach verschiedenen Möglichkeiten, wie man es konstruieren kann, aber im Ergebnis sind sich alle einig, geht die Gefahr insofern auf den Besteller über, als der grundsätzlich zahlen muss, wenn er nicht mitwirkt und dadurch vereitelt, dass das Werk hergestellt werden kann. Das wäre die gesetzliche Risikoverteilung. Wir haben das in der Musterlösung ja auch relativ ausführlich so dargelegt. Die Frage, die man jetzt stellen muss, ist, das Corona-Risiko, also das Risiko, dass aufgrund einer Pandemie Behörden Verbote anordnen von, sei es Versammlungen, sei es bestimmte Dienstleistungen, es gab ja ganz verschiedene Verbote mit unterschiedlicher Zielrichtung, ist dieses Risiko eigentlich vom Werkvertragsrecht so erfasst? Also wir wissen natürlich, wir können theoretisch das Werkvertrag anwenden und werden zu irgendeiner Lösung kommen, aber ist das denn die Lösung, die der Gesetzgeber wirklich wollte für Pandemiefälle? Sind die Normen, andersrum gefragt, gleicher Sinngehalt, sind die Normen, aus denen wir hier diese Risikoverteilung abgeleitet haben, sind die eigentlich für solche Fälle wie die Pandemie gemacht? Oder hat da der Gesetzgeber andere Fälle vor Augen? Die typische unterlassene Mitwirkungshandlung ist ja nicht, dass der Werkbesteller wegen einer Pandemie oder behördlicher Anordnungen daran gehindert wird, hier vorzugehen, sondern die typische unterlassene Mitwirkungshandlung ist, der hat halt keinen Bock mehr. Der weigert sich, den Bauunternehmer noch auf die Baustelle zu lassen oder Ähnliches.
Ja, das sind natürlich Fälle, wo man sagen kann, ja, das ist sein Problem. Ja, wenn er das nicht macht, wenn er sich weigert, den Bauunternehmer reinzulassen, muss er trotzdem zahlen, kommt er nicht aus dem Vertrag raus. Das ist der typische Fall der unterlassenen Mitwirkungshandlung, den dann auch 642 regelt und andere Normen. Aber die Pandemie, die alle Seiten gleichermaßen trifft, die fällt da nicht mehr unbedingt runter. Und das wäre ein Fall, wo man sagen kann, nicht muss, ist beides vertretbar, ja, aber man kann hier sagen, das gesetzliche Risiko ist nicht erfasst, das Risiko ist gesetzlich nicht erfasst, weil es eben außerhalb des Regelungszwecks der gesetzlichen Regelungen ist. Das wollte der Gesetzgeber nicht regeln, als er die Spezialregelungen erlassen hat. Und dann geht es zur Zumutbarkeitsprüfung. Dann haben wir eben keine gesetzliche Risikoverteilung, die abweichend ist. Und dann frage ich, okay, das Ergebnis, das rauskommt, ist das eigentlich zumutbar den Parteien? Und dann würde korrigiert werden. Also dann käme eine Korrektur nach Zumutbarkeitserwägungen. Wenn das Risiko eben nicht gesetzlich erfasst ist. Aber Sie sehen, wie viel Musik da drin steckt in dieser Norm. Ja, es ist nicht einfach nur, ich schau mal, ist das ein faires Ergebnis, ist es irgendwie angemessen oder nicht, sondern das ist tatsächlich eben nicht nur Abwägung und Billigkeitsanwendung, sondern dieser ganze Teil hier ist ganz harte juristische Wissensabfrage oder aus Ihrer Sicht Wissenspräsentation. Da zeigen Sie das richtig fundamentale Systemverständnis, das Sie vom im Beispiel werkvertraglichen Gewährleistungsrecht oder vom Kaufrecht oder vom Recht der Willensmängel, was immer es ist, da zeigen Sie Ihr Systemverständnis. Und dafür gibt es Punkte ohne Ende. Und es ist an dieser Stelle noch nicht mal schwer, weil Sie haben sie ja vorher in den Teilen davor schon die entsprechenden Regelungen geprüft. Sie müssen nur noch daraus abstrahieren, was ist die daraus folgende Risikoverteilung. Und sich dann fragen, der Fall, um den es gerade geht, ist er von dieser Risikoverteilung erfasst oder ist er außerhalb, weil der Gesetzgeber diesen Fall nicht vor Augen hatte, als er die Normen geschaffen hat. Vertretbar ist beides, aber die Punkte kriegen Sie dafür, dass Sie sauber diesen ganzen Teil hier schreiben und den schreiben Sie ja, egal wie Sie sich nachher entscheiden. Der Teil sieht identisch aus. Gut, ich glaube, damit habe ich die erste Frage beantwortet, die da lautet, ob jetzt, was jetzt vorgeht, ob 313 den gesetzlichen Risikoverteilungsvorschriften vorgeht, ja oder nein. Der erste Teil der Antwort war ja, wenn das Risiko tatsächlich gesetzlich erfasst ist, gehen die dem 313 vor. Und das zweite ist, wenn das Risiko gesetzlich nicht erfasst ist, dann gibt es ja sozusagen für diesen Fall keine die direkt erfassende gesetzliche Risikoverteilung. Dann geht 313 vor. Man könnte sagen, ja, die Normen gibt es ja trotzdem, dann geht 313 diesen Normen vor, das würde ich mit unterschreiben. Aber der Kern ist, die Normen sind für dieses Risiko nicht gedacht, die gesetzliche Risikoverteilung ist für dieses Risiko nicht gedacht und deswegen geht 313 vor. Wie man am besten abgrenzt zwischen gesetzlich erfasst und nicht erfasst. Die gesetzliche Risikoverteilung spielt keine Rolle, sondern dieser Regelungszweck. Ja, das stimmt, aber es ist der Regelungszweck der gesetzlichen Risikoverteilung. Also Sie müssen die gesetzliche Risikoverteilung erst einmal benennen und transparent machen, bevor Sie untersuchen können, ob diese Normen, von denen Sie sprechen, für diesen Fall gedacht sind, also von Ihrem Zweck her diesen Fall erfassen oder nicht erfassen. Das zusammen gibt die gesetzliche Risikoverteilung, aber es hilft nichts, Sie müssen die Normen ja erstmal transparent machen und benennen. Das heißt nicht, dass die gesetzliche Risiko keine Rolle mehr spielt, sondern Sie untersuchen die, untersuchen dann deren Zweck und finden raus, ob diese Risikoverteilung das konkret erfasste Risiko trifft oder nicht. Frage: Wäre nicht das Leistungsstörungsrecht, das Werkvertragsrecht nicht schon Teil der vertraglichen Risikoverteilung oder sind das wirklich nur Individualabreden? Wie soll ich das beantworten? Also, vertragliche Risikoverteilung meint wirklich, was haben die Parteien sich durch ihre Erklärungen an Risiken zugewiesen? Das müssen nicht zwingend Individualabreden sein, es können auch AGBs sein, aber es sind die Abreden im konkreten Vertrag. Die gesetzliche Risikoverteilung ist das, was im dispositiven Gesetzesrecht steht oder vielleicht auch im zwingenden Gesetzesrecht, also jedenfalls in den gesetzlichen Vorschriften. Es wäre natürlich jetzt aufbautechnisch am Ende egal, wenn es Ihnen unterlaufen sollte, die werkvertragsrechtliche Risikoverteilung als vertragliche Risikoverteilung anzusehen, würde nichts schiefgehen. Ja? Die beiden Prüfungspunkte sind logisch auf der gleichen Ebene.
Aber das Gesetz spricht bewusst von vertraglich und gesetzlich, weil natürlich die gesetzlichen Regeln auch vertragsergänzend sind. Die Übergänge können fließend sein, weil manchmal können die Parteien ja, also im dreistesten Fall, kopieren die eine Vorschrift aus dem BGB in ihren Vertrag und schon wäre es vertragliche Risikoverteilung. Und gerade so was wie, ist eine Risikoverteilung dem Vertrag gemeinsam vorausgesetzt oder ist es eine gesetzliche Regel? Da ist die Abgrenzung oft schwierig. Ja, beides ist möglich, nur die vertragliche Risikoverteilung, jetzt wenn Sie es in der Klausur machen wollen oder wenn Sie es unterscheiden wollen, sauber, dann ist die vertragliche Risikoverteilung diejenige, die aus dem Willen und den Erklärungen der Parteien abgeleitet wird und die gesetzliche Risikoverteilung die, die ich aus Rechtsnormen ableite, selbst wenn es Rechtsnormen des Vertragsrechts sind. Aber es bleiben Rechtsnormen, deswegen ist es eine gesetzliche Risikoverteilung. Und nochmal, es ist kein Beinbruch, wenn Sie das irgendwie falsch einordnen, weil beides logisch auf der gleichen Stufe steht. So, das ist 313. Wir machen jetzt die kurze Parallele, weil ich ja ursprünglich einsteigen wollte über 307 Absatz 2 ins AGB-Recht. Da haben wir nämlich genau das Gleiche. Den ersten AGB-Aufbau, den schenke ich Ihnen, den haben wir ja schon letzte Woche gemacht. Wir sind direkt bei den Klauselverboten und sagen auch, wir haben 309 abgearbeitet. Also hier ist die ganze, ganze AGB-Prüfung, haben wir schon gehabt. Die ist hier, AGB-Prüfung über Einbeziehung und so weiter. Und jetzt kommt die Inhaltskontrolle. Und da haben Sie den 309, also die Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit, schon abgearbeitet. Da sind wir ja letztes Mal stehen geblieben. Und dann kommen Sie zum 308, die Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit. Und da haben wir ja schon gesehen, da stehen eben immer so wertausfüllungsbedürftige Begriffe drin im 308 in jeder einzelnen Nummer, unangemessen lang, unangemessene Zeit. Fangen wir gleich mal mit dem 308 Nummer 1 an als Beispiel. Der hat übrigens in den letzten Jahren die Rechtsprechung ordentlich beschäftigt, der 308 Nummer 1. Ist durchaus auch ein Tipp fürs Examen, dass das mal drankommen kann. 308 Nummer 1, und zwar in seiner Variante der Frist für die Annahme eines Angebots. Also Beispiel Annahmefristen. Damit Sie einen Fall vor Augen haben, der klassische Fall von 308 Nummer 1 mit Annahmefristen ist folgendes. Sie haben irgendeinen Immobilienprojektentwickler, der vielleicht so einen kleinen Stadtteil oder ein größeres Areal mit vielleicht, sagen wir mal, 10 Häusern bebauen will und die will er alle verkaufen. Und der will die Käufer natürlich bei der Stange halten einerseits, will aber andererseits noch nicht gebunden sein an die ersten drei Käufer, wenn er noch nicht weiß, ob er die kritische Masse von 8 oder 9 Käufern zusammenbringt, damit das Projekt insgesamt starten kann. Also versucht er, sich einseitige Optionen einräumen zu lassen, dass er diejenigen, die schon wissen, sie wollen da ein Haus haben, dass er die fix bei der Stange hält, ohne selbst gebunden zu sein, weil vielleicht scheitert das Projekt ja noch, dann will er nicht gebunden sein an Kaufverträge, die er dann nicht erfüllen kann. Das ist die Interessenlage eines Projektentwicklers im Immobilienbereich. Und was die machen in der Praxis ist folgendes, sie lassen sich von den Käufern Angebote machen, von den Kaufinteressenten. Die formulieren die Projektentwickler oder Bauträger selber vor, machen ein notarielles Angebot, aber vorformuliert vom Bauträger, in dem drin steht, ich bekunde Interesse, das ist sozusagen die Voraussetzung aus Käufersicht, und ich erkläre hiermit mein Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrags über dieses Haus und ich bestimme eine Annahmefrist von, in den Ursprungsfällen waren das gerne mal 6 Monate oder 12 Monate oder gar unbefristet. Unbefristetes Angebot, unwiderruflich. Sodass der Projektentwickler sozusagen einen Stapel von solchen Angeboten sammeln kann, die die Käufer ihm alle machen. Wie gesagt, vorformuliert hat er sie selbst, aber die Käufer unterschreiben diese Angebote. Dann sitzt er auf dem Stapel Angeboten und wenn die kritische Masse an Käufer, Kaufinteressenten für das Projekt zusammen ist, dann erklärt er zu all diesen Angeboten die Annahme und hat die fertigen Kaufverträge. Und wenn es aber nichts wird mit dem Projekt, wenn er die Masse nicht zusammenkriegt, dann lehnt er diese Angebote irgendwann ab. Und dann ist er raus, ist nie gebunden gewesen. Und jetzt ist die Frage, sind solche AGBs, in denen der Projektentwickler oder Bauträger seinen Kaufinteressenten Annahmefristen unterschiebt, also sagt, das Angebot soll unbefristet gelten oder soll 6 Monate befristet annehmbar sein, ist das
eine Klausel, die gegen 308 Nummer 1 verstößt. Die ganze Vorgeschichte der AGU-Prüfung schenken wir uns. Frage wäre, ist das eine unangemessen lange Frist? Nicht hinreichend bestimmt, ist egal, wenn wir sagen 6 Monate, dann ist das natürlich hinreichend bestimmt, aber es ist unangemessen lange. Und jetzt wieder Spreu-Weizen-Trennung. Die einen würden einfach schreiben, ich finde 6 Monate aber ganz schön lang. Kann man machen. Dann kann man sagen, ich finde es auch unangemessen oder sowas. Aber das ist eher Spreu-Qualität. Weil das hat ja keine besondere juristische Argumentation. Sie finden es halt so. Und dann kommt jemand anders, sagt einfach dagegen, ja, ich finde es anders. Ich finde, es passt schon. Dann nächste Stufe der Argumentation wäre immerhin, soweit waren wir ja letzte Woche schon, sie sammeln die Interessen der Parteien, um die es geht, unangemessen. Kann ja, muss ja mit irgendeinem Maßstab laufen. Man könnte überlegen, ja, was sind denn so die wechselseitigen Interessen? Auf der einen Seite kann man das Interesse des Projektentwicklers verstehen, dass er nicht gleich das Angebot annehmen will, weil er dann an einen Kaufvertrag gebunden ist, aber nicht weiß, ob er den Rest dieser ganzen Wohnanlage mitverkaufen kann. Also es kann sein, dass das Projekt für ihn glorios scheitert und er dann einem Menschen ein Grundstück schuldet, das er aber nicht erfüllen kann, weil das ganze Projekt nicht läuft. Also der will nicht vorzeitig gebunden werden. Das ist das Interesse aus Sicht des Projektentwicklers, warum die Frist möglichst lang sein soll, sodass er auf dieser Option sitzt und lange Zeit hat, zu gucken, findet er genug Kaufinteressenten. Schaue ich mir die Interessen der Gegenseite an. Was ist das Interesse des Käufers? Für den ist es natürlich wahnsinnig riskant, so ein Angebot abzugeben. Denn überlegen Sie mal, Sie sind auf Wohnungssuche. Sie wollen irgendwo ein Haus bauen oder ein Grundstück kaufen oder Ähnliches. Da überlegen Sie sich natürlich vielleicht für Ihre Familie, wann wollen wir umziehen, wo wollen wir hin? Und jetzt finden Sie das und dann geben Sie so ein Angebot ab. Lassen Sie 6 Monate Bindung sein. Dann sind das 6 Monate, in denen Sie nicht wissen, ob morgen die Annahmeerklärung eingeht. Es kommt noch eine Besonderheit dazu. Es ist sogar so, dass die Annahmeerklärung bei notariellen Erklärungen wirksam wird mit der Erklärung vor dem Notar, nicht mit Zugang beim Kunden, sodass es sogar noch die Möglichkeit gibt, dass Sie erst 2, 3, 4, 5 Tage nach der Annahmeerklärung überhaupt erfahren, dass Sie jetzt an einen Vertrag gebunden sind. Das ist aber eine Zeit, also ich meine, das ist ja eine Rieseninvestition, so ein Haus zu kaufen. Und da werden Sie jetzt 6 Monate lang gebunden an ein Angebot, von dem Sie nicht wissen, ob es mal angenommen wird. Und in der Zeit können Sie faktisch kein anderes Haus kaufen. Weil wenn Sie in ein anderes Haus kaufen, kann es passieren, dass am Tag drauf die Gegenseite vom ersten Angebot das annimmt, dann haben Sie 2 Häuser gekauft. Sie können aber nur 1 finanzieren. Also müssen Sie, wenn Sie irgendwie vernünftig sind, während dieser 6 Monate, in denen Sie gebunden sind, jegliche Aktivität auf dem Immobilienmarkt einstellen. Sie können nicht weiter suchen. Das ist natürlich auch eine gravierende Einschränkung, die dafür spricht, die Frist eher kurz zu halten. So haben Sie immer eine Interessenabwägung, da können Sie überlegen, wie Sie mit diesen Interessen zu einer unangemessenen oder angemessen langen Bindung kommen. Das ist schon mal ein Schritt mehr als einfach nur, ich finde 6 Monate ganz schön lang oder ich finde sie nicht so lang. Es ist schon mal ein gutes Stück weiter. Sie haben Interessen, Sie haben Interessen benannt, Sie haben sie gegeneinander gestellt und abgewogen und haben dann vielleicht gesagt, ja, und vor diesem Gesichtspunkt sind 6 Monate okay oder sind nicht okay. Aber wenn Sie ehrlich sind, haben Sie da noch nicht wirklich einen harten Maßstab, wie Sie an die 6 Monate rankommen. Also warum sind jetzt gerade 6 Monate, sind es 5,5 Monate, wären die gegangen oder nicht? Sind es 4 Monate, 3 Monate, wo ist die Grenze? Das ist ganz schön schwer zu finden. Und jetzt kommt Masterclass oder Champions League, wenn Sie wirklich Weizen Plus argumentieren wollen, dann schauen Sie, was ja unangemessen. Was ist unangemessen in Relation wozu? Und jetzt kommt das, deswegen ist es methodisch gleich wie gerade eben bei 3.13. Wie wäre es denn, wenn es die Klausel nicht gäbe? Wie sind denn dann die Annahmefristen? Weil unangemessen ist, muss die Abweichung von der gesetzlichen Regellage sein. Ja, eine AGB ist ja immer etwas, was ein dispositives Recht abbedingt und davon abweicht. Also ist die Angemessenheit der Abweichung zu prüfen in Relation zu dem, was sich aus dem Gesetz ergeben würde. Und jetzt merken Sie, jetzt sind Sie gar nicht mehr in so einer freien Abwägung, wo Sie irgendwie Interessen sammeln oder sowas, sondern jetzt geht es erstmal um harte Gesetzesanwendung, weil Sie jetzt erstmal ermitteln, was wäre die gesetzliche Ausgangslage. Also wie wäre es, wenn es die Klausel nicht gäbe? Und eine solche gesetzliche Ausgangslage, werden Sie sehen, gibt es für alle Klauselverbote des 308, logischerweise, weil es sind ja immer Klauseln, die Abweichungen vom gesetzlichen Regelfall betreffen. Also gibt es immer einen gesetzlichen Regelfall. Die ermitteln Sie also und die machen Sie auch transparent in der Klausur. Sie sagen, was wäre denn der gesetzliche Maßstab? Ja, und was ist der gesetzliche Maßstab für die Länge einer Annahmefrist? 147 BGB.
Da steht was drin, wie lang im Zweifel normalerweise die Annahmefrist ist. Nämlich, wir reden hier von Anträgen gegenüber Abwesenden, also 147 Absatz 2. Das soll eine 2 sein, erkennen Sie schon. Der einem Abwesenden gemachte Antrag kann nur bis zu dem Zeitpunkt angenommen werden, in welchem der Antragende den Eingang der Antwort unter regelmäßigen Umständen erwarten darf. Und auch hier wieder klingt vielleicht nach einer Lehrformel, ist aber keine. Wann darf der Antragende den Eingang der Antwort unter regelmäßigen Umständen erwarten? Vielleicht wissen Sie es noch aus dem Grundkurs, da wird es normalerweise behandelt. Der 147.2 ist eine relativ klare Rechnung. Die Frist setzt sich zusammen aus dem Weg der Zeit, den der Hinweg des Angebots braucht, falls es per Post verschickt wird. Und bei notariellen Angeboten ist das durchaus der Fall. Da haben Sie also da mit der ganzen Abwicklung beim Notariat vielleicht 2, 3, 4, 5 Tage für die notarielle Abwicklung, Zustellung oder Zusendung des Angebots an den Empfänger. Dann haben Sie die Überlegungsfrist. Die hängt natürlich davon ab, wie komplex das Rechtsgeschäft ist, um wie viel es geht. Was wäre eine angemessene Überlegungsfrist? Und dann nochmal die Zeit für den Rückweg der Annahmeerklärung, die auch wieder notariell sein muss, deswegen man Postweg läuft und vielleicht auch wieder 2, 3, 5 Tage macht. Und die Überlegungsfrist muss man sich überlegen. Naja, ein Immobiliending, Immobiliengeschäft, das überlegen Sie nicht über Nacht, das überlegen Sie auch nicht innerhalb von einer Woche oder sowas. Da wird man wahrscheinlich einen Monat oder sowas schon an Überlegungsfrist für ein Immobiliengeschäft gewähren müssen. Dann hätten Sie also so ungefähr mit Hin- und Rückweg sowas wie 6 Wochen ungefähr an Frist, was die gesetzliche Ausgangslage wäre. Ja, die können Sie also hart ermitteln. Ich komme jetzt mal ungefähr auf 6 Wochen. Sie dürfen, wenn Sie den Argumentationsgang gleich haben, können Sie aber auch ein anderes Ergebnis finden, indem Sie sagen, ja, die angemessene Überlegungsfrist ist ein bisschen länger oder kürzer bei einem Immobiliengeschäft. Das ist letztlich egal. Wichtig ist, Sie können nach dem Gesetz 147.2 eine gesetzliche Ausgangslage begründen. Und jetzt wird es auf einmal viel leichter zu überlegen, darf ich davon abzuweichen? Ja, denn jetzt stellt sich die Frage, unangemessen in Bezug hierzu. In Bezug auf diese gesetzliche Ausgangslage hierauf. Und jetzt macht auch eine Interessenabwägung Sinn. Weil jetzt ist natürlich so, diese gesetzliche Ausgangslage, nicht jede Abweichung davon ist offensichtlich AGB-widrig, denn es das heißt ja im 308 Nummer 1 ausdrücklich nur unangemessen lang. Ja, also nicht irgendwie länger als gesetzlich vorgesehen, sondern unangemessen viel länger. Also. Auch da wieder, müssen Sie natürlich über Daumen peilen, klar, aber Sie haben einen konkreten Anhaltspunkt. Sie wissen, Sie gehen aus von 6 Wochen und jetzt kommen die Interessen ins Spiel. Also das, was ich vorher als Interessensabwägung gemacht habe, und darauf bezieht sich hier gerade auch die Frage, die gerade gestellt wird, die ich damit auch beantworten möchte. Ich würde keine Ihrer beiden Optionen stellen. Die Frage war, würden Sie in der Klausur zunächst die Interessen der Parteien abwägen und im zweiten Schritt die gesetzliche Ausgangslage darstellen oder würden Sie von Anfang an beide Aspekte miteinander vermischen? Meine Antwort ist weder noch. Ich würde als erstes die gesetzliche Ausgangslage darstellen und als zweiten Schritt im Rahmen der Prüfung der Unangemessenheit der Abweichung von dieser gesetzlichen Ausgangslage. Also ich habe die gesetzliche Ausgangslage, lege mich fest, das sind 6 Wochen, wäre die normale Frist. Jetzt stelle ich fest, 6 Monate weiche davon um einen Faktor 4 ungefähr ab. Viermal so lange. Und jetzt ist die Frage, ist diese Abweichung, die Vervierfachung der gesetzlichen Regelfrist unangemessen? Und dann muss ich fragen, ja, unangemessen, dafür brauche ich eine Interessenabwägung. Es gibt legitime Interessen, von der Regelfrist abzuweichen. So als Projektentwickler, wenn ich ein größeres Projekt aufziehe, brauche ich mehr Spielraum. Da sind 6 Wochen zu kurz, um so ein komplettes Projekt zu verkaufen. Das kriegen Sie nicht hin. Und das liegt letztlich sogar auch im Interesse des Kaufinteressenten, dass das Projekt insgesamt läuft und dafür braucht man mehr Zeit als 6 Wochen. Also Verlängerung ist okay. Jetzt kommt die Interessenabwägung. Und dann gegenläufige Interessen haben wir schon gesagt. Der Kaufinteressent will natürlich auch nicht ein Leben lang gebunden sein. Und auch 6 Monate ist schon ziemlich, ziemlich heftig, gebunden zu sein, wenn Sie gerade auf Wohnungssuche sind. Da müssen Sie manchmal auch extrem schnell sein, irgendwo zuschlagen können. Und das geht halt nicht, wenn Sie 6 Monate gebunden sind an ein Angebot. Also wägen Sie ab. Und wieder, Sie haben die Ausgangslage, Sie haben jetzt die Interessen, alles benannt, ganz wichtig. Für dieses Benennen bekommen Sie die Punkte. Und dieses Benennen hat noch nichts mit Abwägen zu tun. Da ist noch keine
softe Geschichte drin, wo man sagen kann, ach, ist doch wurscht, es muss eh nur ein vertretbares Ergebnis geben. Nein, das sind Hard Facts. Die gesetzliche Ausgangslage ist ein Hard Fact. Auch wenn hier, ich gebe zu, diese 6 Wochen, da ist auch ein bisschen Daumenpeilen drin für die angemessene Überlegungsfrist. Aber trotzdem bleibt es dabei, dass es an sich harte Gesetzesanwendung ist. Und die Interessenabwägung, die Interessen zu benennen, sind Hard Facts. Und es ist auch wichtig, sie zu benennen. Warum will der eine, dass es länger ist? Warum will der andere, dass es kürzer ist? Und jetzt kommt der Moment erst, wo sie in das Softe gehen, wo man ihnen auch nicht mehr vorwerfen kann, sie lägen falsch. Jetzt können sie natürlich sagen, ich finde, das rechtfertigt eine Verdopplung der Frist. Ich finde, es rechtfertigt eine Veranderthalbfachung oder eine Verdreifachung der Frist. Da wird man ihnen nicht mehr auf die Finger schauen können. Der BGH sagt ungefähr, wenn eine Verdopplung geht, also bis zu 3 Monate, würde der BGH sagen. Aber wissen Sie, das ist mir wurscht, ja, ob Sie jetzt 3 Monate sagen oder was anderes. Dafür gibt es nicht mehr oder weniger Punkte. Entscheidend ist, Sie benennen die Interessen, das ist das, was wir letzte Woche gemacht haben. Sie benennen es, sagen genau, was Sie gegeneinander abwägen, vor dem Hintergrund welches Maßstabes, und dann kommen Sie zu einem Ergebnis. Und wahrscheinlich können Sie jetzt gerade nachvollziehen, dass das natürlich in der Klausur, was den Punktestand anbelangt, was ganz anderes produziert. Ja, es hat eine ganz andere juristische Qualität und Sie werden es wahrscheinlich auch merken, Ihre Argumentation hat einen ganz anderen Überzeugungsgrad. Stellen Sie sich einfach vor, Sie müssten einem Menschen, der anderer Meinung ist, irgendwie erklären, warum Ihre Meinung die richtige ist. Wenn Sie nur sagen, ja, ich finde es halt unangemessen oder ja, die Interessen sind so und deswegen finde ich es angemessener, kann es sein, dass Sie den überzeugen, kann aber auch gut sein, dass nicht. Wenn Sie so argumentieren, sagen, ja, im Gesetz sind 6 Wochen und ich sehe einen, der hat Interessen, aber die Gegenseite auch Interessen, also ich würde sagen, maximale Verdopplung ist in Ordnung, also 3 Monate, da haben Sie eine ganz andere Überzeugungskraft mit Ihren Argumenten. Das brauchen Sie nicht nur in der Klausur, da werden Sie in Punkten dafür bezahlt, das brauchen Sie vor allem später mal in einem Anwaltsberuf oder auch in einem Richterberuf, dass Sie hier einfach eine juristisch fundierte Argumentation aufziehen. Das ist der 308 und ich mache abschließend das Beispiel nochmal mit 307. 2, nur als Hinweis, weil es da noch schöner ist oder mindestens genauso schön ist, der wird nämlich ganz oft übersehen. Was man ganz oft sieht in Klausuren, ist nämlich nur 309, 308, 307 Absatz 1. Das war falsch. Hinter dem 308 kommt erstmal 307 Absatz 2 und der hat auch noch 2 Nummern. Ja, das ist eine Norm, die prüfen Sie unabhängig vom 307 Absatz 1, den man isoliert am Schluss immer noch als Notnagel prüft. Aber 307 Absatz 2 ist separat. Das sind Regelbeispiele für die unangemessene Benachteiligung. Und wenn Sie Nummer 1 haben, Grundgedanke der gesetzlichen Regelung, von der abgewichen wird. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ich hoffe, ja. Grundgedanke der gesetzlichen Regelung, von der abgewichen wird. Gerade 702 Nummer 1. Das ist genau das, was wir gerade gemacht haben. Und in der Klausur bearbeiten Sie es auch ganz genau so. Sie machen wieder, was ist denn die gesetzliche Regelung? Und deswegen, da sehen Sie auch die Parallele zum 313. Was ist die gesetzliche Regelung? Wie ist dieser Fall? Ich schaue mir eine konkrete Klausel an. Wieder stelle ich mir vor, wenn es die Klausel nicht gäbe, wie wäre dann die gesetzliche Regelung? Das arbeite ich aus. Ich löse quasi den hypothetischen Fall. Das haben Sie in der Klausur ja sowieso typischerweise gemacht. Sie prüfen ja normalerweise immer die gesetzliche Regelung durch und dann sagen Sie, könnte aber anders sein wegen der AGB so und so. Dann müssen wir schauen, ob die wirksam ist. Dann kommt die ganze AGB-Prüfung. Und dann sind Sie am Ende bei der Inhaltskontrolle und fragen ja, von welcher gesetzlichen Regelung wird abgewichen? Das wissen Sie zu diesem Zeitpunkt, denn Sie haben bis dahin ja schon die gesetzliche Regelung durchgeprüft. Ja, sagen Sie also, rekapitulieren Sie, das Gesetz hat Folgendes gesagt und der Grundgedanke dahinter ist Folgendes, ja, also die Normen sozusagen, die wertungsprägenden Normen oder Gedanken, das sind die Grundgedanken der gesetzlichen Regelung. Nicht jede Detailregelung ist ein Grundgedanke der gesetzlichen Regelung, sondern die fundamentalen Prinzipien. Wieder sowas wie bei 313, die gesetzliche Risikoverteilung. Wie ist die gesetzliche Interessenbewertung? Was geht vor, was geht nach? Welche Interessen werden als höherrangig gewichtet, welche nicht? Das können Sie alles abstrahieren aus der gesetzlichen Regelung. Das heißt, auch hier kommen Sie erstmal mit Normen, mit konkreten Normen, sagen, in Paragraph so und so ist der Fall folgendermaßen gelöst. Das beruht auf folgender Bewertung. Und dann können Sie sich nämlich fragen, die Klausel, die hier da ist, respektiert die diese Wertung und ist es nur eine kleine Abweichung, die vielleicht der Konkretisierung dient oder irgendwie ein kleines legitimes Gegeninteresse berücksichtigt, also nicht die gesetzlichen Grundgedanken vollkommen auf den Kopf stellt?
Oder ist es etwas, was dieser Grundwertung, die ich gerade rausgearbeitet habe, fundamental zuwiderläuft, dann verstößt gegen die Grundgedanken der gesetzlichen Regelung. Ja, also das ist hier auch wieder etwas, wo Sie ganz knallharte Gesetzesanwendung machen müssen. Das ist Gesetzesanalyse und jetzt mal aus Klausursicht ist es vor allem Präsentation von Strukturverständnis, Strukturwissen. Das ist mal einer der Fälle, wo Sie nicht nur eine Norm für die Falllösung beherrschen müssen, dass Sie wissen, ich subsumiere die folgendermaßen auf dieses Prüfungsschema oder sowas, müssen Sie für andere Fälle natürlich immer wissen, sondern wo Sie wirklich wissen müssen, wie gehört diese Norm eigentlich in das Gesamtsystem? Was ist der Normzweck? Davon haben wir ja schon oft gesprochen. Was ist der Normzweck? Was ist der Hintergrund? Warum gibt es diese Norm? Wie wäre die Welt, wenn es diese Norm nicht gäbe? Welches Defizit soll diese Norm reparieren? Das sind dann die Grundgedanken der gesetzlichen Regelung und dann schauen Sie, weicht die Klausel hiervon ab, ja oder nein. Ja, das ist wieder fundamentale Gesetzesanalyse, Präsentation von Strukturwissen. Ganz wichtig und dafür kriegen Sie die Punkte. Das ist zentral. Nummer zwei ist ähnlich, aber in unserem Beispiel ist harmloser, die Erreichung, die Vertragszweckgefährdung, das ist leichter zu subsumieren. Und Sie sehen vielleicht auch hier die Parallele zur vertraglichen Risikoverteilung. Also die Frage, wie ist eigentlich die vertragliche Risikoverteilung? Was ist der Vertragszweck? Wie soll der durchgeführt werden? Und dann fragen Sie, gerät der in Gefahr, wenn diese Klausel hier greift? Typisches Beispiel für die Nummer zwei sind Haftungsausschüsse bei Kardinalpflichtverletzungen. Also es gibt bestimmte Pflichten in einem Vertrag, die sind besonders wichtig. Zum Beispiel Klassiker, die Autowaschanlage, dass der Betreiber einer Autowaschanlage dafür sorgt, dass seine Waschanlage einigermaßen sicher ist und davon keine Kratzer ins Auto reinkommen, sondern eben die so aufgebaut ist, dass man da eigentlich nicht viel falsch machen kann. Das ist nicht nur eine einfache Nebenpflicht aus dem Vertrag über den Betrieb der Autowaschanlage, typischerweise ein Werkvertrag über die Fahrzeugreinigung, sondern es ist eine 241-2 Jahr Nebenpflicht an sich, aber es ist eine besonders wichtige. Ja, die steht mehr oder weniger im Zentrum, denn ich vertraue mein Auto dieser Waschanlage an und muss darauf vertrauen, dass die mein Auto nicht dabei zerkratzt oder sonst wie kaputt macht. Und deswegen sagt die Rechtsprechung, das ist eine Kardinalpflicht. Und wenn ich jetzt für so eine Nebenpflichtverletzung einen vollständigen Haftungsausschluss vorsehe, indem ich sage, also auch bei Fahrlässigkeit, bei einfacher Fahrlässigkeit gibt es dafür keine Haftung, dann wird der Vertragszweck gefährdet, weil diese Norm so zentral ist für den Vertragszweck. Weil niemand würde sein, also es macht keinen Sinn, sein Auto in die Waschanlage zu bringen, wenn es dabei zerkratzt wird. Das ist fundamental für den Vertragszweck, das Auto danach schöner aussehen zu lassen als davor. Dann kann ich also erwarten, dass diese Pflicht auch ernsthafterweise erfüllt wird. Und wenn ich aber mich gleichzeitig freizeichne in den AGB, dann ist diese Pflicht ja jeglicher Zähne beraubt, die wird zahnlos, die Pflicht, und damit wird der Vertragszweck, am Schluss ein gescheites Auto zu kriegen, gefährdet. Und mit dieser Argumentation können Sie dann 307 Nummer 2 bejahen. Ich wollte Ihnen das nur zeigen, wie gesagt, das ist methodisch ähnlich wie die vertragliche Risikoverteilung. Sie müssen in beiden Fällen einmal das Gesetz, einmal den Vertrag analysieren, untersuchen, abstrahieren, was steckt dahinter an Interessenverteilung. Und das ist fundamental juristische Arbeit. Das ist Präsentation von Grundverständnis. Dafür werden Sie in Punkten reich entlohnt. Das meine ich mit Effizienz. Sie müssen nicht 1000 Meinungen, Streitigkeiten lernen. Sie müssen wissen, wie funktioniert das Gesetz? Was sind die wertungsprägenden Normen? Was sind die, sozusagen, wie ist das Grundgerüst, Details beiseite, wie ist das Grundgerüst, wie sind die Wertungsverteilungen, die Interessenbewertungen durch den Gesetzgeber, das für jeden Vertragstyp verstehen, Normzweck jeder Norm verstehen, dann können Sie daraus eine wunderbare Gesetzesanalyse basteln, die dann der AGB-Kontrolle dient. Und der 307 Nummer 1, den schreibe ich nur der Vollständigkeit halber hin, der ist dann tatsächlich, wenn das alles abgearbeitet ist, da geht es wirklich nur noch darum, eine Angemessenheitskontrolle zu machen im Hinblick auf die Abweichung, um die es geht. Also Sie müssen auch wieder benennen, von welcher Norm wird abgewichen und dann müssen Sie halt fragen, ist das jetzt angemessen oder unangemessen benachteiligend. So, die Zeit sagt, wir sind mit dem normalen